Hi Leute, willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal Resident Evil 7 Biohazard und wir werden hier jetzt einfach die erste Mission mal anspielen. Diejenigen, die auf meinem Kanal bereits schon sind, haben vielleicht auch das Video gesehen, wo ich die Demo mal angespielt habe. War eigentlich ziemlich funny und jetzt heute Morgen um 6 ist ein kleines Update gekommen und wir konnten endlich über Steam spielen. Ich weiß gar nicht, die anderen PS4-Leute und so, die können glaube ich seit 0 Uhr schon spielen oder glaube auch früher. Ja, bin ich ein bisschen neidisch, aber jetzt schauen wir mal. Es geht auf jeden Fall um Mia, das weiß ich, die ist wohl verschwunden eine gewisse Zeit und wurde, ist dann aufgetaucht und ja, ihr Stecher will jetzt wissen, was mit ihr passiert ist. Ethan, du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Oh, spannend, ja. Sehr gut. Such mich nicht. Such mich nicht, ja. Was macht man dann natürlich? Okay. Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh, hey. Ein kleines Intro kommt vorher. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt, sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß, drei Jahre ich weiß. Okay. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was ich will passiert ist. Rausfinden, was passiert ist, ja genau. Und der wüsste. So, wir können uns jetzt umsehen. Die Grafik sieht im Moment komisch aus. Weiß nicht. Okay, der hält hier. Ja. Kann ich ins Auto wieder einsteigen? Ich will zurück. Hier sollte es sein. Hier sollte es sein. So, mit der Aufnahme zusammen ist mein PC relativ gut ausgelastet. Ich hoffe, das geht von der Aufnahme her. Ich hab so 40 Bilder. Hab nicht alles auf hoch. So, da ist das Haus, so wie es scheint. Spielhinweise ansehen, komm, das machen wir. Ah, eine Karte. Mia finden mit Auftrag. Ah, gut, Aufträge sind immer gut. Klar, Mia finden, logisch. Da kommt sicherlich aber auch noch was anderes dazu. Ah, die Details hier sind eigentlich ziemlich gut gemacht. Oh, jetzt gehen wir auf 35 FPS runter. Ja, gut abgeschlossen, gehen wir wieder, oder? Schade. Ja, in dem Fall müssen wir mal rüberschauen. So, und das sieht hier nach Kamera-Equipment aus. Accept her gift. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Ist alles leer. Wir haben ja gelernt bei Resident Evil. Überall hinschauen. Irgendwo liegt wieder ein Dietrich rum und so ein Bullshit. War in der Demo eigentlich auch ziemlich lustig. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ja. Oh gut, dann. Ja. Eigentlich will ich nicht, aber gehen wir rein. So, hier liegt nichts mehr rum.
Gibt hier hinten irgendwas? Nee. Bin ich mal gespannt hier. Der Blickwinkel ist relativ eingeschränkt, also wir sind wirklich so. Hallo, Herr Baker. Alles gut bei dir? Den Kollegen kennen wir ja schon. Ist ganz nett. Nicht? Nein, der wird wahrscheinlich eh schon weg sein. Ja. Darunter werden wir nicht können. Gehen wir dem also hinterher. Wir sind natürlich neugierig. Liegt hier irgendwas drin? Nee. Ah, die Grafik hat schon was. Ah, mein PC ist auf jeden Fall ausgelastet. Ja, sieht das schon mal krank aus. So. Gehen wir da mal unten durch. Okay. Nimmt irgendwie im Hintergrund leicht Fahrt auf. Ach, jetzt kommen wir von hinten an das Haus. So, was wurde hier denn verbrannt? Die Handtasche, da gehen wir auf jeden Fall hin. Nee, und das, ah ja. Führerschein. Na, kann man nicht lesen. Ist sonst noch irgendetwas drin? Okay, nee. Wir haben einen verschmutzten Führerschein und der Rest wurde verbrannt. Hm. Nichts mehr rum. Ah, jetzt. Wir sind in der Videoansicht. Nur am Tag. Also, kein normaler Mensch würde da reingehen, mal ganz ehrlich. Hey, ich will nicht da rein. Oh, Jesus. Ohne Taschenlampe hier rein. Oh Gott. Verdammt. Verdammt, genau. Also, mir würde da ein anderes Wort einfallen. So, was hätten wir hier Schönes? Ein Karton, an dem wir nichts machen können. Hier unten liegt noch irgendwas. Hier ist nichts. Also ich dachte eigentlich, dass wir hier nicht in dem Bakerhaus anfangen. Ich dachte, die Demo wäre separat. Aber nun gut. Hier im Dunkeln ist meine Performance vom PC auch besser. Oh, seht ihr die Handtasche? Hm. Oh mein Gott. Ich habe jetzt auch Kopfhörer drauf, anders als in der Demo. Da hatte ich über meine Soundbar gespielt. Ja, die wird geschlossen sein. Wir können sie natürlich nicht öffnen. Ja gut. Der wird jetzt hier nicht kommen. Damit machen wir die üblichen Sachen. Wir versuchen den Hahn zu bedienen. Stellen fest. Ja. Gucken, in der Linke liegt der Rabe drin. Genau wie in der Demo. Hier hinten fehlt der Dietrich. Dammit.
Gucken wir mal in den Kühlschrank, ob irgendwas zu dem, was sich hier geändert hat. Scheint nicht zu sein. Hier drin liegt nichts. Hier drin liegt auch nichts. Obendrauf können wir nichts machen. So. Schubladen. Gibt es hier eine Schublade? Kakerlake, oh mein Gott. Ja, dann würde ich doch einfach sagen, hol einen Löffel und fang direkt an. Sieht da köstlich aus. Nicht. Oh, wir haben hier sogar was. Ein Foto. Oh mein Gott. So, wenn wir das jetzt mal richtig rum versuchen zu halten. So, hier hätten wir eine Dame. Nichts zu erkennen. Auf jeden Fall eine Frau. Man hat es versucht anzuzünden. Keine Ahnung. Mitnehmen können wir es nicht. Okay. Hier ist nichts mehr sonst weiter. Na, die wird abgeschlossen sein. Genau. Nö. Moment. Wir haben hier nochmal was. Ach, für uns als Hilfe, wer denn Mia ist. Okay. Ja. Moment wieder. Mia finden. Das Haus durchsuchen. Ja, es lieben gern. Hier liegt noch eine Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Person. Tja, hat er sich in dem Fall als Trophäe geholt. Die Geräusche, oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall keine Waffe bisher gefunden oder irgendwas, was wir für die Verteidigung verwenden können. Ich denke, in dem Fall werden wir hier nicht überrascht. Die Türe ist ja bereits eh schon zu. Okay. Nur gerade lachen, wenn hier der Puppenfinger drin liegen würde. Hey, wir konnten noch nichts nehmen. Also, da gehen wir als erstes hoch. Hier hat sich auch nichts geändert zur Demo. Die Puppen sind weg. Was liegt hier? Ach, eine ausgerissene Steckdose. Ein Speicherstand. Uhu. So, vorne in das Haus. Hätten wir ein Video. Neue Speicherdaten. Wird gespeichert. So, dann müssen wir das auf jeden Fall schon mal nicht mehr machen. Ich hoffe, ihr habt nichts übersehen. Draußen. Und hier scheint auch nichts mehr zu sein. Die Sicherung legen wir nachher ein. Ja, ich dachte gerade, der steht hier unten. Holy crap. So. So, die Voodoo-Puppen sind nicht da. Okay, ist hier was drin? In dem Nebenraum kommen immer Geräusche raus. Hier stehen überall dieselben Dosen. Na gut, hier können wir nichts machen an der Kommode. Ja, dann gehen wir natürlich erst rechts in den Raum und schauen das Video. Ja, liegt auf jeden Fall ein Foto. Ja, liegt ein Bericht. Auch ein Foto. Ja, es könnte alles Mia sein. Das eine müssen wir auch noch umdrehen. Hier ist nichts.
hier mal weiter? Nee. So, hier fällt die Sicherung. Ich glaube, die wurde auch schon eingelegt, wie in der Demo. Oh mein Gott. So, liegt hier im Sofa was? Ja, tatsächlich. Hier liegt noch ein Foto. Ja, das sieht mal aus wie ein Gefängnis im Keller. Da müssen wir doch direkt nachschauen. Cute. So, das wird die Familie Baker sein. Oh Gott. Wohin geht das Fenster? Wurde das zugenagelt? Ja, dann werden wir wahrscheinlich wie in der Demo hier den Hebel betätigen können. Durch einen Zufall. Gab es bisher Hinweise auf diesen Hebel, wenn man das jetzt nicht weiß von der Demo? So, liegt hier noch irgendwas, was wir benutzen können? Schauen wir uns erst das Video an. Ich denke schon. Mal schauen. Vielleicht ist dasselbe wie in der Demo. Scheint vorher zu sein, oder? Nee, es ist tatsächlich dasselbe wie im... Was in der Demo? Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Ja. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schnauze. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Klappe. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Ding hier überlebt, du Trottel. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Genau. Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Ja, ich auch. So, wir werden das natürlich mit den Geistern ausprobieren. Kein Geist. Definitiv kein Geist. Laufen wir? Okay, los geht's. Also bei mir war die Tür auf. Mach mal Platz da. Verschlossen. In ein fremdes Haus so einbrechen. Wollt euch gar nicht wundern, dass die Hausbesitzer not amused sind. Sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? So. Was proben? Müssen wir das mit dem Geist ausprobieren? Gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nee. Kein Geist. Das war wirklich nur ein Special in der Demo, die bei mir dann auch verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, hat. Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Okay. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Baker. So wie immer. Und Marguerite Baker. So, warte, hier haben wir im Inventar irgendwas. Sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. So, der Kollege geht weg, so wie dem mal hinterhergehen. Ach, Mist! Lass mich vorbei. Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Ah, das war gewollt. Scheiße. Ja, denn gut, dass ich geimpft bin. Steht da nachher im Keller der Kollege. Obwohl, hier ist schon wieder dasselbe das drin. Oh mein Gott. André, was machst du? André? Der Dietrich fällt, der Rabe fällt. André! Hier ist nichts, Kühlschrank André. Auf. Ja, such doch nach deinem fucking Clancy, André. Weißt du, wo André hin ist? Ja, egal. Der Trottel steht im Keller. Wo ist der? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Hm. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Idiot da. Du bleibst bei mir. So, der Kopfhörer fällt. Tja. Gucken wir weiter.
Ich kenne das ja, die meisten würden das wohl hier kennen. Wir werden natürlich trotzdem schauen, ob sich was geändert hat. Oh mein Gott, da müssen wir direkt reingehen. Hast du es gehört? Nee, ich bin taub. Die Tür hätte nur zu sein. Ja. Andre! Wo zum Teufel ist der? Der Hebel ist am Kamin. Andre, wo bist du, Mann? Spoiler. Sicherung fehlt. Der Videorekorder fehlt. Genau, man guckt da ganz intuitiv unten in den Kamin rein. Logisch. Was zur Hölle? Oh mein Gott, eine so, geheime Türe. Ladies first. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ach, nee, nee. Scheiß auf André und scheiß auf die Sendung. Tja. Wie wär's mal, wenn du runtergehst? Dumbfuck. Jetzt einfach ein Arschtritt und... Na? Du zuerst. Son of a bitch. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Mhm. Also, du zuerst. Kein Geist. Wir wissen ja jetzt alle, was passiert. Da unten hockt die Familie Baker gemütlich am Frühstücktisch. Und erwartet uns. Was siehst du? Was ist? Wir können ja nichts machen. Wenn wir gleich links rüber gehen, können wir nicht. What the fuck? Ich hasse was. Guten Tag. Okay, ich werde gleich links rüber. Und die Entwürfe können nicht stehen bleiben. Ja, in dem Fall müssen wir da runter. Huh? Aber machen wir nicht, machen wir nicht. Es hat gespeichert, Mann. Auf jeden Fall. Na, jetzt mal ganz ehrlich, wer will da jetzt noch runter? Welcher normale Mensch will da jetzt noch runter? Oh, damn it. Allerdings werden wir auf jeden Fall... Oh, keine Sicherung. Das heißt, wir müssen hier runter. Oh nein. Kein normaler geht da runter, ganz ehrlich. Kein normaler Mensch. Kein Geist. Autsch. Tja, da kommen wir auch nicht mehr hoch. Verdammt. Verdammt, genau. Türe zu, verdammt. Leiter kaputt, verdammt. Ja. Verdammt. Oh mein Gott. Hier muss doch irgendwo noch eine Brechstange oder sowas rumliegen. Da liegt das Blut noch. Mhm. Ja, Resident Evil, wir müssen überall suchen. Gott. Ertränk dich bitte. So, hier im Eck ist nichts. Ich will nicht wissen, wie viele Sachen wir schon übersehen haben. Ja, spannend ist es ja schon gemacht. Das habe ich hier auf jeden Fall noch nicht gesehen. Hier ist nichts. Könnt ihr auch was im Wasser schwimmen in der... Oh, guckt euch die Brühe an. Oh mein Gott. Oh, ein langer Gang.
Genau, vom Holz tropft es runter. Mhm. Logisch. Oh mein Gott. Ja, in dem Fall gehen wir links. Oh, ich warne euch, wenn ich hier jetzt erschrecke. Wieder ein Balken, unter dem man durchgehen muss. Oh mein Gott. Jesus Christ. Tja, untersuchen wir den Kollegen hier. Ich denke... Wirklich gut gemacht, oder? Und er schreit nicht mal. Mal ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Leiter geht kaputt. Er sagt verdammt, er findet den Leiche, sagt nichts. Okay. Haben wir irgendetwas? Moment, gehen wir noch zu der Leiche, ob die irgendwas dabei hat. Können wir irgendwas machen? Zungenkuss oder sowas? So, wie sieht das aus? Lesen können wir hier nichts. Die Kühlbox können wir nicht aufmachen. In dem Karton scheint nichts drin zu sein. Oh, wir hören Türen im Hintergrund. Nee, das müsste die Lampe hier sein. Oder? Ja. So, wir haben noch nichts gefunden bisher. Jesus Christ, ich will hier gar nicht hin. Mein Gott. Was war das? Ah, das Wasserspiegel, so blöd. Was war das? Oh mein Gott, man kann das Spiel hier verarschen. Ah, doch nicht, schade. So, eine Mülltüte. Liegt hier irgendetwas rum? Ei. Also hier unten sieht es gemütlich aus. Oh, diese Zeichnungen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich selber über was drüber gerannt? Nee, wo kommen die Geräusche her? Leute. Kann man hier was lesen? Sorry, Daddy. Okay, ich will nicht böse sein. Sorry, Daddy, I'm sorry. Na gut. Oh Gott. Oh, hier sieht's klasse aus. Hier wäre eine Pistole drin. Normalerweise. Und voll mit Blut. Naja, gut. Hier brennt Licht. Und ein Speicherstand. Das ist kein gutes Zeichen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Können wir den Haken mitnehmen, please? Können wir den Nagel mitnehmen? Hallo? Das würde jetzt noch fehlen. Eieiei, sind wir in der Sackgasse? Ne, da hinten geht's weiter. Holy shit. Hier ist nichts. Na, dann könnten wir hier brav alles untersuchen. Gewandelt, oh mein Gott. Mia ist nicht dabei. Mia, nichts dran. Okay, wissen wir das schon mal.
So, hier liegt ein Bolzenschneider für den Schrank oben. Die Geräusche überall, so lustig. So, finden wir hier unten was. Da drin liegt nichts. Ein Werkzeugkasten ohne Werkzeug. So, bevor wir aber da hingehen, gucken wir noch in den Knast rein. Mia? Okay. So, Sachbeschädigung. Nach der Leiter wäre auch die Kette hier kaputt. Das ist hier wohl das Klo. Yummy. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ja, ich denke mal, wenn ich hier hingehe. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, What? Ethan. Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Du solltest nicht hier sein. What the fuck? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Oh mein Gott. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Die Haare sind perfekt gestylt. Komisch. Genau, die Taschenlampe sieht natürlich niemand. Aber was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Genau. Ich glaube, es ist hier lang. Mhm. Jesus, wie sieht's hier aus, ey? Viel Spaß. Spannung, Spaß und Kinderüberraschung. Wuhu. Was sind das für Brocken hier? Beutel mit... Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. So, okay, gut. Irgendetwas. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Schnauze. Ich muss jetzt alles angucken. Kann ich bitte die Schere mitnehmen? Oder irgendetwas? So ein Beutel. Jetzt müssten wir eigentlich drüben bei dem Gitter irgendwo rauskommen. Das sieht ja irgendwie so ähnlich aus. Gibt ja wohl nicht, dass hier kein Werkzeug rumliegt. Wollt ihr mich verarschen? Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Ja, wo sollen wir sonst? Auf der einen Seite ist zu, Trottel. Ich erinnere mich. Kannst du ja versuchen, über die Leiter hochzugehen, Idiot da. Das Regal steht hier natürlich perfekt. Hier liegt nichts drin. Egal, wo die hinrennt, wir schauen hier erst. Ich denke, wir bleiben eh nicht so arg lang zusammen. Dort ist es. Hier ist es. Aha. Ich kenne diesen Raum. Schön. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sei doch ruhig, Mann, wenn der im Nebenraum steht, du Trottel. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg!
Hallo, hier drüben würde es auch wir noch hingehen. Eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Oh mein Gott. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Was ist denn der Tisch? In dem Tisch findet sich gar nichts. Dammit. Ja, heul halt rum. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Toll. Gucken wir uns sie das letzte Mal an. Sie wird natürlich gepackt. Und der kommt bestimmt von da. Wie auch immer. Oh, kennt ihr den Raum? Eine Stange. Kann man nicht mitnehmen, logisch. Hey, Puppe. Puppe. Nichts, oder? Oh mein Gott. Mia? Die wollen mich doch verarschen. Ja, da können wir uns in Ruhe umschauen. Die ist eh weg. Zwei Puppen, an denen man nichts machen kann. Hier kann man auch nichts nehmen. E001. Das scheint wohl Mutti zu sein. Kennen wir hier irgendwas? Nö. So, habt ihr irgendwas liegen lassen? Ja, gehen wir da rein. So, hier könnte jetzt ein Dietrich liegen. Damn. Jetzt kommen wir auf jeden Fall durch die Gittertür in den anderen Flügel des Hauses. Und ich denke, ja, da oben wird jetzt eine Riesenparty sein. So lange Spannung aufbauen und dann geht die Türe automatisch auf. So, wir waren jetzt so lang hier unten. Okay, ist nicht. Jesus. Noch ein Betttuch. Das Telefon wird natürlich funktionieren, ganz logisch. Wir testen es dennoch. Wer hätte das gedacht? Komm lieber nach rechts, Idiot. So, können wir was aufmachen? Nee. Speicherstand. Oh nein. Karte des Gasthauses natürlich. Geheimgang. Können wir hier schon irgendwas? Okay, ne. Ja, in dem Fall schauen wir mal ins Bad. Sexy. Okay, das Bad ist in einem besseren Zustand wie in der Demo. Nicht viel, aber... Oh, wir bekommen Heilung. Auch kein so ein gutes Zeichen.
oben. Also, ich würde da schon rauskommen, hier an dem Teil. Würde erstmal Hilfe holen. Aber natürlich eher nicht. Verdammt. So, hier hätten wir nichts. Wir können nicht spülen. So, das muss hier irgendwo hier drin sein. Ja, lasst uns weitergehen. Die Tür können wir hier nicht öffnen. Dann gehen wir zurück ins Haus. Ja, definitiv oben. Okay. Hey. Ja, wo sollen wir jetzt hin? Tatsächlich was übersehen. Oh, das befindet sich unten. Oh mein Gott. Mal ganz ehrlich. Er geht da runter freiwillig. Oh, Jesus Christ. Ist gewandelt, hä? Machen können wir im Moment nicht. Jesus Christ. Bitch. Ja, knock sie aus. Ja, warte! Warte! Kann nichts machen. Boah, wie kann man das Messer so halten? Jesus. Oh mein Gott. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Raus! Genau, zertrümmert deinen Schädel, dann gehen wir das Sparkasse raus und Spiel beendet. Ich war böse. Ich verdiene das. Ja, also. Was zur Hölle bist du, Mia? So, sie hatte ein Messer dabei. Dieses Messer hätte ich sehr gerne. Ah, danke, du hast die Tür aufgemacht. Hey. Oh, erst. Ich hacke den Kopf runter. Genau, schön in den Hals. Und jetzt geht's ihr auf einmal wieder gut. Nimm bloß die Axt wieder raus, Junge. So, in dem Fall. Mia ist Geschichte. Gib mir die Axt. Oh mein Gott. Bin ich mal gespannt. Du hast echt nicht herkommen sollen. Oh. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Mhm.
So, was war das für ein Geräusch? Wir könnten ja mal nach unten schauen. Können wir nach unten? Nee. Zufällig Zentralverriegelung, natürlich. So, dann gucken wir nochmal alles durch. Arzneimittel brauchen wir keins. Eine Axt und die Leiche ist weg. Hier kommen wir nicht mehr rein. Doch. Die Frage ist jetzt, können wir hier mit der Axt interagieren und eventuell irgendwas kaputt machen? Nee, scheint nicht so. Nee, was sind wir jetzt mit einer Axt? Bewaffnet und die Leiche ist weg. Die Tür hier hinten wird... Sie ist offen. Oh mein Gott. Wir schauen aber erst hier noch rein. Wir müssen wieder was finden, oder? Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Teil? Geht nicht. Nichts drin. What the fuck? Wir sollen auf jeden Fall auf den Dachboden. Na gut. Dann schauen wir mal dahin. Wir haben jetzt eine Axt. Da kann uns ja nicht mehr neues Blut. Der Raum hier ist auch offen. Es speichert. Wir sollen auf den Dachboden. Das heißt, wir würden doch hier bestimmt nichts mehr finden. Obwohl, wir müssen die Sicherung einlegen. Ich komme nicht auf den Dachboden. Mit Axt? Sollen wir das mit der Axt machen? Liegt hier vielleicht inzwischen ein Tisch? Nee. Hier war das nicht. Hier können wir wahrscheinlich nicht mehr runter. Nee, machen wir auch nicht. Ja, in dem Fall müssen wir irgendwo die Sicherung finden. Das wird ja spannend. So, die Tür ist immer noch zu. Steht hier in der Küche. Hier ist Licht an. Holy shit. Da hinten wird jetzt keiner kommen. Mach bitte den Schrank auf. Ah, die Sicherung. Na gut. Das lassen wir uns gefallen. Können wir mal gucken, ob sich da hinten was geändert hat. Natürlich können wir hier überhaupt nicht durch die Türe abhauen. Es ist unmöglich, diese Türe zu überwinden. Ganz logisch. Ja. What the fuck? Ja, in dem Fall... Legen wir die Sicherung ein, gehen auf den Dachboden. Oh mein Gott. Was hat die da links gemacht? Hat die etwa im Müll gewühlt? Okay, wir sind bewaffnet im Notfall. So, steht sie hier um die Ecke? Eigentlich kann es nicht möglich sein. Aber sie zeigt uns den Weg nach oben. Was hat die hier gemacht? Hier liegt doch nichts, oder? Ja, den vergehen wir hoch. Natürlich ist sie jetzt verschwunden. Ich habe natürlich auf einfach gespielt, weil einfach ja auf Hardcore dann alles 10-mal probieren
und davon Videos machen. Ah, es ist vielleicht nicht so mega spannend. Ja, in dem Fall legen wir die Sicherung ein und gehen hoch. Obwohl, wir rennen hier eigentlich ins... Moment. Ach, da. So. Oh, jetzt hätte sich bestimmt wieder was geändert. Nö. Jesus Christ. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, hau ihr die Axt in den Grin, wirklich. Das hättest du nicht tun dürfen! Das mag verdammt will! Oh mein Gott. Aber wir haben einen Schraubenzieher bekommen. Also, gibt Schlimmeres. Oh, Jesus Christ. Wir haben eine Motorsäge bekommen. Oh mein Gott. Bitch. Und da habe ich eine Vorschau gesehen. Der schreit gar nicht. Der schreit gar nicht. Ja, kann ja mal passieren, gell? Wir haben noch eine Medizin, oder? Guckt euch das an. La, 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 la. Kann man hier die Wand voll schmieren? Mhm. Hey, es hat aufgehört. Inventar. Das ist jetzt nicht nötig. Natürlich nicht. Die Motorsäge war total steril. Da wird uns gar nichts passieren. Wo ist unsere Hand? Hier. Können wir die Hand wieder mitnehmen? Können wir den Schraubenzieher, der hier irgendwo liegt, wieder mitnehmen? Ah. Gut, müssen wir die abgehackte Hand nicht mehr sehen, oder? So machen wir das. Können wir die mitnehmen? Die kann man bestimmt wieder annehmen. Ja. So. Wir haben eine Hand verloren. Na gut. Kann ja mal passieren. Schauen wir mal nach oben. Mit der Motorsäge die Hand abgeschnitten. Ich glaube es nicht. So funny. So, dann gehen wir da nicht rein. Die Tür hinten wird wieder zu sein, wie in der Demo. Die werden wir trotzdem mal testen. Oh, die ist auf. Ach, das ist die. Ach, diese Dreckspuppen. Ja, Munition. 7 Schuss. Ja, gut, wenn wir natürlich jetzt da hoch wollen. Wir haben den Schlüssel nicht dazu. Hier hat einer genächtigt. Guten Tag. Bleib mal schön liegen. Oh, die sind gleich kaputt gegangen. Komisch. Mit Klebeband verschlossener Mülleimer. Oh. Hier ist gar kein Durchbruch. Auf jeden Fall machen wir die falsche Reihenfolge. Hier hinten liegt auch keine Puppenhand. Die Tür wird zu sein. Oh mein Gott. Hier war damals der Bonus drin für die Leute, die die Geister gesehen haben. Pistolenmunition. Sind wir dafür jetzt hier rein? Okay. Oh, die kann man auch kaputt machen. Das machen wir doch. So, deine schönen Holzkissen sind kaputt. Hier war aber nichts drin.
Okay, hier scheint überall nichts drin zu sein. Auch blöd. Na? Auch nichts. Natürlich würde ich sowas im echten Leben niemals machen. So viel Lärm. Okay, hier ist nichts. Gehen wir wieder zurück. Hier ist nichts. Na, gehen wir in den Raum. Liegt Munition und eine Pistole. Die Tür ging zu. 7 Schuss. Okay, gut. Ja, genau. Für den Angriff. Okay, mit Cursor. Erste Hilfe brauchen wir nicht. Der Arm ist ja sterilisiert. So, hier unten liegt nichts mehr zusätzliche. Ach, Schuhe. Da lag nichts drin. Tja, ich hau jetzt auf den Boden. Du erschreckst mich nicht mehr. Wo ist der Kopf hingeflogen? So, wir haben eine Pistole und sollen hier hoch. Jetzt gehen wir zurück an die Leiter und werden wahrscheinlich runtergezogen, wenn wir fliehen möchten von Mia. Mal die Waffe rein. Wäre ja ein Witz, wenn wir hier jetzt schon raus könnten. Oh Gott, die Motorsäge. Oh mein Gott. Du fucking Witz. Geht's noch? Eingedämmt. Sie muss eingedämmt werden. Ah, okay. Halt dein Maul. Gib mir die Motorsäge. Jesus Christ. So, sie blutet mal wieder. Ich will die Motorsäge. So, und das Übliche in so einem Spiel. Wenn wir die Leiche misshandeln. Nein. Damn it. Oh, Jesus. In der Familie. Da mache ich noch Spaß. Obwohl, hat er die Leiter jetzt kaputt gemacht? Ich weiß gar nicht. Aber das sieht so aus, als wäre, ich glaube, die erste Episode von Resident Evil vorbei. Ich werde jetzt das Video beenden, werde das schneiden und hochladen und werde dann gleich weiter aufnehmen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Lasst mir doch gerne ein bisschen Feedback da in die Kommentare. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich das Video hier streame auf Twitch. Ich glaube, ich habe das irgendwie hinbekommen. Könnt ihr mir auch gern Ideen und Kommentare schreiben. Komm schon. Und dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Nicht mal, wenn man sie unter die Nase reißt. Lukas! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Die Familie hat der auf jeden Junge Fall muss was essen. Ein er muss sein Abendessen haben. Ja, dann fütter mich doch, feed me.
Bitch. Los jetzt, komm schon. Ja, ich esse es. Halt, verdammte Maul, Marguerite! Was hast du ihm gemacht? Oh, du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben! Ich esse es. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Oh mein Gott. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Ja, genau, aber ihr, oder? Ich komme zu dir zurück. Hi, Oma, alles fit bei dir? Bock auf ein Quickie? So, die Kamera dreht immer wieder hier zurück. Guckt euch das an. Ich muss hier raus. Nein. Fällt dir jetzt ein? Dumbfuck. Stuhl kippen. Ich habe mich für die Oma-Seite entschieden. Was habe ich bitte an der Hand? Apple Watch. Ja gut, aber jetzt ist wirklich Ende. Ja, ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Ciao.